Mein lieben Spielkinder, sei mal ganz recht herzlich. Guten Tag. Wir sind ja hier irgendwie noch im Übelland und Kleiderordnung. Und da ist mir noch eingefallen, dass wir ja natürlich ein neues Kleid haben. Moment. Und zwar, wir haben ja hier diesen wunderbaren Mantel und wir haben auch den Fliegenmann. Was ist das? Den haben wir uns ja nicht schon angeguckt. Ein wirklich abstoßendes Fliegenkostüm. Komplett mit großen Glubschaugen, ledernen Flügeln und klebrigen Saugnäpfen an den Füßen. Vielleicht ist das ja die richtige Kleidung. Pass mal auf, Baby. Nicht? Dann probieren wir den Mantel. Man muss er den anziehen, oder was? Okay. Moment, Der hässliche Mantel der Fütterscheuche. Ja, können wir denn den nicht hier geben, hier rausschmeißen? Mal. Oh, nee, da will ich aber erst den Fliegenmann anziehen. Moment. Fliegenmann, mal. Ich bin doch auch so wohl schon auffällig genug. Das ist alles richtig. Pass mal auf, könntest du denn den Mantel anziehen? Mal. Du glaubst doch nicht, dass dieser Mantel die korrekte Bekleidung für Seedys Club ist. Da gibt's nur einen Weg, das herauszufinden. Ist der Mantel da gerade ohne ihn hergelaufen? Guten Abend, Ma'am. Hört auf zu flirten, ihr Früchtchen. Sonst trete ich euch die Innereien aus der Haut und nähe sie mir zum Karnevalskostüm um. Von allen Spelunken in allen Städten auf der ganzen Welt müssen wir ausgerechnet in ihre stolpern. Ich wollte ihre schönen Augen nicht, Natürlich sollten wir diese Gegend durchsuchen. Die Flüchtlinge könnten sich ja sogar hier verstecken, mitten vor unserer eigenen Nase. Warte mal, das würden wir doch riechen, oder? Vielleicht haben sie sich sogar in Seedys Club versteckt. Und los. Oh, oh. Oh Gott, wohin? Wir sind verloren. Wohin? Nein, noch nicht. Wir könnten immer noch... Was? Umkleide, schon wieder eine Umkleide. Komm mal. Brav in die Umkleide. Los, bewegt euch, sie können doch nicht weit sein. Gut, dass sie nie in den Umkleiden nachschauen, das geschafft. Wir waren schlauer als drei Halbidioten. Naja, immer noch besser, als wenn diese drei Halbidioten schlauer gewesen wären als wir. Okay, was haben wir hier? Baloo, den Bär. Du bist Seedy? Okay. Gute. Seedy! Ölig wie 2 Pfund Fritten. Ja. Verzeihen Sie, Sir. Verzeihen Sie? Was sind denn das für Sprüche? Ein guter Rat. Ein Kerl kriegt hier leicht das Gesicht eingedellt, wenn er in meinem Club sowas in den Mund nimmt. Glaubt ihr Clowns vielleicht, heute wäre hier Damenwahl oder was? Ach, mach's Gesicht zu, du Glatzenlolli! Das klingt schon besser. Also, was kann ich für euch Penner tun? Ich glaube, wir müssen erstmal das Eis ein bisschen schmelzen, mein Freund. Und außerdem, ne, du bist auch genau wie die Dirn draußen, kleinen Hamburger Jungen, ne? Wir schmelzen Mais und diese Widerlustschläger sind echt ein bisschen dumm, die anstatt. Ja gut, uns kann es nur recht sein, weil ich glaube, man kann nicht auch verhaftet werden. Und dann kommt man, glaube ich, nur wieder raus, wenn man diesen Safe knackt. Und das wollen wir nicht, ne? Wir wollen das umgehen. Das richtig in Erinnerung habe. Ich bin nicht ganz sicher, aber irgendwas war da. Ne? Die ganzen. Wir gucken. Pass mal, wir machen jetzt mal hier eine kleine Würfelschlacht, eine Eiswürfel und. Wow. Wir hätten gerne 2 Paar Schuhe. Einmal Größe 46 für mich und mein Freund hier hat. Ja. Wieder so ein paar ganz heiße Zocker, was? Ja. Na schön, hört gut zu. Alright. Jeden Tag kommen hier ein paar Typen wie ihr rein und haben es auf den alten CD-App gesehen. Und jeden Tag kriechen sie auch wieder raus. Verlierertypen, allesamt. Warum wollt ihr zwei nicht ganz einfach wieder verduften? Ich verstehe nicht ganz, auf dich abgesehen? Ich hab doch nur nach Schuhen gefragt. Hör mal, Freundchen. Den einzigen Schuh, den du von mir bekommst, müssen sie nachher operativ aus deinem Rektum entfernen. Wartet mal. Ihr beide wisst wohl nicht, dass ich, Seedy, der einzige und wahre Champion in Ramlapin Bowling bin. Nein, ich... Moment mal. Ramlapin Bowling? Ramlapin? Wo habt ihr Blödis gesteckt?
Kekse gebacken oder was? Unter anderem. Ramlapin-Bowling ist die härteste, grausamste, schweißtreibendste Sportart, die jemals entwickelt worden ist. Es ist so hart, dass man sogar um eine Bahn kämpfen muss. Und wenn man eine Bahn hat, ist der einzige Wurf, der überhaupt zählt, ein Strike. Und niemand wirft jemals einen Strike. Niemand außer mir, natürlich. Ramlapin-Bowling. Okay, das Eis schmelzen wir aber. Freunde, ihr spielt alle Ramlapin-Bowling oder was spielt ihr da? Wie verstehe ich das nicht? An den Hausregeln kann ich erkennen, dass du ein fairer Mann bist, Sidi. Ja, ja. Geistesgestört, aber fair. Aber sag mal, warum kämpfen denn alle um eine Bahn? Was ist so reizvoll daran? Naja, eine gute Keilerei ist für die meisten von uns Grund genug, aber da ist noch ein zusätzlicher Anreiz, ein Preis. Ein Preis. Wisst ihr, wenn ihr einen Strike werft, gewinnt ihr diese drei wunderbaren goldenen Pins. Schaut sie euch gut an, Jungs, denn das ist das Letzte, was ihr davon sehen werdet. Es sei denn, ihr werft einen Strike. Ist noch nicht ganz geschmolzen. Pass mal auf, Sidi. Ich werde dir deine Zigarre schon irgendwie. Das ist. Wir werfen einen Strike. Lass uns bowlen, Dude. Also, Sidi, was ist dein Geheimnis? Warum bist du der Einzige, der jemals einen Strike geschafft hat? Um ein Weltklasse-Bowler zu werden, braucht man Jahre der Übung. Große Cajones. Und natürlich meine spezielle Technik. Tretet beiseite, ihr Verlierer. Schaut zu und lernt. Ach so, diese Art von Ramlapin-Bowling. Und jawohl, liebe Sportfreunde. Alle diese Tiere wurden bei dieser Vorführung verletzt. Das garantiere ich. Deine Mama muss aber sehr stolz auf dich sein. Ja, und was deine Bowling-Technik angeht, naja, sie ist sehr ausgefallen. Jawohl, Technik mit Vollgas. Sowas, sind wir aber heute eibrig. Ich schätze mal, wichtig ist nur, dass sie funktioniert. Ja, ja. Stimmt, aber das kann ja nicht einfach jeder dahergelaufene Arsch nachmachen. Es ist jetzt gut, ja? Keine anzüglichen Sprüche mehr. Ramlapin-Bowling, du hast doch wohl einen Schuss nicht gehört. Das Graf Widerlus? Sag mal, Sidi, du und Widerlus, trefft ihr euch manchmal zu einem Ründchen-Bowling? Nö. Seine dunkle Unheiligkeit beehrt uns nur selten mit seiner königlichen Anwesenheit. Er hängt lieber in seiner uneinnehmbaren Inselfestung. Schloss. Burg. Dings darum. Und arbeitet an seinen Plänen für die Weltherrschaft. Foltert ein paar Unschuldige und lacht wie ein Verrückter. Das ist ein verdammt harter Arbeitstag. Bist du schon mal in seiner Festung, Schloss, Burg, Dings da gewesen? Machst du Scherze? Niemand will da freiwillig reingehen. Klar, wenn man unvorsichtig ist, wird man vielleicht reingezerrt von den drei Handlangern des Grafen. Das sind vielleicht abartige Typen. Okay. Und Balu ist da am Bowlen und was ist dieses Ramlapin-Bowling? Könntest du uns die Regeln für Ramlapin-Bowling nochmal kurz erklären? Okay, ihr Schnuddelpuppen. Ihr dürft jede beliebige Technik verwenden, um die Kugel abzufeuern. Die Kugel muss es nur in einem Stück bis zu den Pin schaffen.
Und der einzige Wurf, der Punkte bringt, ist ein Strike. Ist ein Strike. Ja. Solltet ihr das Unmögliche schaffen und einen Strike werfen, gehört euch der Hauptpreis, die 3 goldenen Pins. Okay, du hast ein sehr schönes Kleid an, Mr. Seedy, mein Freund und ich würden gerne noch einer weiteren Präsentation dieser faszinierenden Bowling-Technik beiwohnen. Das wollte ich gar nicht. Genau, ich vermisse dieses Bellgefühl, das ich dabei hatte. Klar, ich dachte schon, ihr Penner würdet nie fragen. Tut mir leid, Freunde. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann das nicht abbrechen, aber ich wollte das gar nicht anklicken. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass das die Wiederholung ist, aber ne? Die Szene ist ja auch wert, durchaus zweimal konsumiert zu werden. Insofern. Und ja, die Tiere sind alle verletzt worden, das hat er gerade selbst gesagt und das ist... Strike, sagt Bundy immer, okay. So, und die Schläger von Was weißt du über die Schläger des Grafen? Diese 3 Halbgarn-Hirn-Amputierten, die für Widerlos arbeiten? Yep. Die sind zugleich so eine Art gespenstische Geheimpolizei von Übelland. Ja. Gerüchten zufolge soll Widerlos sie von den Toten auferweckt haben. Okay. Natürlich glauben sie, er wäre das Gelbe vom Ei. Und kriechen ihn bis zum Anschlag in den Hintern. Tun, was immer er befiehlt. Ihr wisst schon, Handlanger halt. Okay, warte. Die machen mich richtig krank. Warte mal, er hat sie von den Toten... auferweckt? Klar, aber regt euch deshalb nicht auf. So doll ist das auch wieder nicht. Diese Kerle waren nicht gerade in der besten Verfassung, als sie wieder zu sich kamen. Der eine Typ konnte nichts hören, einer nicht reden, der dritte nichts sehen. Der Roboterschmied gegenüber hat ihn mechanische Ohren, Augen und was nicht alles zusammengestrickt. Wie gesagt, ziemlich gruselig. Vielen Dank für Ihre Zeit, Mr. Seedy, Sir. Wir gehen jetzt mal. Ich hab dich doch gewarnt, Mäusefurz. Gute Manieren bringen dir hier nur Ärger und hohe Zahnarztrechnungen ein. Ich glaube, was Mal sagen wollte, war, verpiss dich, du aufgeblasener Stinksack! Ja, das ist eine Möglichkeit. Können wir denn bowlen? Ich weiß es echt nicht mehr, Freunde. Ja. Ich bin wirklich froh, dass wir diesen Moment miteinander teilen konnten. Ich auch. Können wir jetzt aber bitte irgendwas tun, was nicht völlig sinnlos ist? Ja. Okay. Da kommen wir ja jetzt wohl nicht mehr ran an die Kugel, ne? Der Bär. Im Übelland ist nichts geradlinig und direkt. Ja, die Schieferart. Die Bowlingbahn. Die Schieferart der Bahn war mir auch schon aufgefallen. Können wir jetzt Dieser Bär scheint nicht gerne zu teilen. Können wir. Flachs, pass mal auf, mein Freund. Alle Bahnen sind besetzt. Aha. Gute Nacht. Wie gute Nacht? Jetzt flachst da rein? Geht das da rein? Nee, das geht gar nicht. Alle Bahnen sind besetzt. Alle Bahnen sind besetzt. Im Übelland ist nichts geradlinig und direkt. Ja. Nicht mal die Bowlingbahn. Okay, Moment. Gute Nacht. Okay. Wir gehen noch mal raus. Mal. Ich schlüpfe mal schnell in etwas Bequemeres. Okay. Tja. Ich bin jetzt ein wenig ratlos, finde ich. Wir wollten ja eh nochmal zum Wolf gehen. Ich bin ein bisschen ratlos, denn... Pfefferschote... Da macht er ja nichts. Hier sind die Karotten Feuer.
Spießhalte können wir auch nichts mitmachen. Bodenloser Beutel, aber da ist auch nichts, was wir irgendwie machen könnten. Ne? Kochtopf. Na, gehen wir mal wieder raus. Freunde, dann, ja. Also aktuell bin ich echt ein bisschen ratlos, aber okay, das findet sich. Ich mache es erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen. Ich sage es erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir müssen mal schauen, dass wir da auf jeden Fall... Ich gehe in die Höhle zurück, da ist es gemütlicher, weil das ist, hier ist mir ein bisschen zu kalt. Und das ist, ne, an dem Spielkind. In diesem Sinne, ab in die Rinde, Freunde. Halt euch wieder. Ciao, ciao. Und vielen Dank fürs Zuschauen, sagt euer Spielkind 45. Ich weiß es auch nicht. Das ist alles ganz schrecklich. Ciao, ciao.